So, liebe Leute, willkommen zurück. Da sind wir wieder am Start. 19. Spieltag, Nachbericht zum, ja, Sensationsspiel. Ein Unentschieden erkämpfen wir uns mit allem, alles reingeworfen. Wird sogar noch eine gelb-rote Karte hinterher. Ist, glaube ich, auch einer der ersten, die wir gesehen haben, ne? Also gelb-rote, oder? Naja, gut, wir waren das noch, wir hatten da nochmal, ich glaube, Neustädter sogar, ne? In so wichtigem Spiel, dass der sich mal eine rote eingefangen hat. Gut, unterm Strich dürfen wir sagen, super Sache, finde ich ganz, ganz toll. Pedersen war heute so irgendwie das, ja, das ist das tragische Opfer der ganzen Geschichte. Er hat zwar eine Vorlage gegeben, aber trotzdem, ne, er hat doch zwei Riesenmöglichkeiten liegen lassen. Zwei super Spielzüge. Ach, Gottes Willen. Also, da sind wir aber bei der roten Karte nochmal um Elfmeter rumgekommen, ey. Gott sei Dank, in der 90. Also, das Spiel hat richtig Fahrt aufgenommen zwischendrin. Das ging richtig steil, richtig geil. Dann gucken wir mal rein, wie die Ergebnisse aussehen. Also, oh, Schalke und Dortmund. Oh, da geht's ja richtig, da geht's ja richtig. Und Bayern ist auch dran. Bayern ist mit 4 Punkten dran. Jo, hätte Schalke gewonnen, dann hätten sie wirklich, dann hätten sie tatsächlich, bei aller Liebe, sie hätten 7 Punkte Vorsprung. Das ist echt schon viel. Jetzt haben sie nur noch 4. Jetzt haben sie nur noch 4, ja. Sie haben ja noch, nee, dann hätten sie 6 Punkte Vorsprung. Sie haben ja 1 Punkt gekriegt beim Unentschieden. Ist ja Blödsinn, haben wir gar nicht verloren. Gut, Leute, wir sind da. Bleiben oben drin. 29 Punkte haben wir. Sehr, sehr toll. Bleiben auf Platz 7. Wenn wir uns da festbeißen, ist das richtig geil. Wir haben sogar noch 3 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg. Muss man mal so sehen. Aber wenn man mal, was viel wichtiger ist, was für uns viel, viel wichtiger ist, ich habe ja gesagt, ein einstelliger Tabellenplatz, das wäre dann hier so ungefähr, ne, ja. Ja, wäre schon toll einstellig. Wäre schon toll, aber müssen wir nicht sehen. Wir haben ja gesagt, 40 Punkte, ne, war das Ziel dieses Jahr, 40 Punkte. Da sind wir knapp dran. Wir brauchen nur noch 11. Wir brauchen nur noch 11 Punkte und wir haben noch eine ganze Menge Spiele offen. Da geht noch ein bisschen was. Auch gegen die vermeintlichen schwächeren Teams. Gucken wir mal. Also, mühsam ernähren wir uns. Das war einfach eine super Hinrunde. Das war eine super geile Hinrunde, die uns vielleicht auch jetzt so hinten raus, wenn es jetzt langsam schwierig wird für unsere Mannschaft, ne, weil einfach da auch die Mega-Fitness noch nicht da ist, ne, das sind keine Mega-Profispieler, da passt das dann, wenn ich das schon wieder sehe, Bremen hier 7:1, gegen Hoffenheim, der Hammer. Was wollte ich gerade sagen? Und zwar, ja, da ist es in Ordnung, wenn wir jetzt ein bisschen schwächeln in der Rückrunde. Es ist einfach normal, es ist verständlich und auch nicht wirklich schlimm. Ich bemühe mich bei jeder leichten Berührung, bei jedem Zusammenstoß, bei jedem Foul im Gegner zuerst den Menschen zu sehen. Silvio O. aus Kiel, Fan. Ja, mal komische Fans, ne? Statistik. Oh, hat es keiner reingeschafft? Schade. Smolly hatte seinen Debütauftritt, das ist ja auch nicht so schlecht. Was hat denn der für eine Note gekriegt am Ende? Hat er noch Note gekriegt? Da muss er ja eigentlich, ne? Teams hier. Smolly, eine 3,5. Naja, schon mal 0,5 besser als KC dies. Aber gut, ist noch lange hin. Und wir haben die vollen Ansprachepunkte gewonnen. Weil es doch noch irgendwie geschafft haben, das Spiel zu drehen. Also, hammerhart, hammerhart. Oh nur, ich liebe ihn. Er ist so herrlich. Er ist so geil. Richtig cool. Oh nur, ist ein richtig geiler Typ, ohne Scheiß. Wenn wir den nicht hätten, da würde uns eine ganze Menge fehlen. Wenn wir mal schauen, jetzt, wir spielen ja schon seit über einem halben Jahr auch so mit der Substanz der Mannschaft. Ne? Ono ist schon so lange dabei, ne? Wirt, Montero definitiv, Deli jetzt auch schon eine ganze Weile, Riedmüller sowieso, Rossini sowieso. Also wir haben die Mannschaft schon ganz schön lange dabei und an vielen möchte ich ganz gerne noch lange festhalten. An Wirt, an Aktogan, ja, Riedmüller kann auch noch 2-3 Jahre spielen. Warum nicht, ne? Warum soll man da jetzt rangehen? In Ordnung, so. Ja, das ist super gefährlich hierfür, oder schade, ne, das wird da seine Karte bekommen hat, da müssen wir Kasjanov reinsetzen, ist aber kein großes Problem. Wir gehen mal sofort wieder hier auf die Kiel 1, das war wichtig, das ist wichtig. Alles andere ist nebensächlich. Wirt, Kolb, Wahl, Kolb, ja, Kolb kommt rein. Dann noch einen alternativen Stürmer, wenn wir schon 2 aufgestellt haben, einer sich verletzen sollte. Sehr schön, sehr, sehr schön, passt doch ganz gut. Da können wir mal ein bisschen mit ihm quatschen hier. Gib im Training alles. Dass es nochmal in den nächsten Tagen hier ein bisschen besser wird. Dass du das gut einnehmen kannst. Dass jetzt der gute Wirt fehlt. Aber man muss ehrlich sein. Man muss ehrlich sein. So richtig toll war seine Saison bisher nicht. Also nicht da, was man erwarten würde. Solide. Jetzt nicht mega schlecht. Solide. Aber es ginge mehr. Es ginge mehr. Ne? Müssen wir echt so sagen. Und Rossini. Kann ich nicht quatschen. Riedmüller. Ach, auch nicht. Schal. Dann sag mal, da habe ich wieder alle verbraucht, oder was? Jo, sieht so aus. Gut, Scoutbericht, riskante Ansprache, erfolgreich. Alles geil, das können wir mal ein bisschen beschleunigen. Ich
nehme mal noch einen Schluck Saft, Leute. Heidewitzka. Aufregend. So. Was gibt es noch für schöne Transfers? Gab es noch was Ordentliches? 14 Millionen. Lukas Hieblinger von Mainz nach Aston Villa. 14 Millionen. Rio Ferdinand von Blackburn zu Chelsea für 9. Adam Schalay von Hamburg zu Wolfsburg. Also das ist ein Transfer, den könnte ich mir gut vorstellen hier. Ne? 7,5 Millionen kann man sich gut vorstellen in der Größenordnung, das geht. Campbell, Fraser Campbell von Blackpool zu Blackburn. Da ist was los, ey. So, Köln. Ah, jetzt Heimsieg. Heimsiegpflicht. Jetzt wird ein Pflichtsieg abgeräumt. Wir müssen noch die Taktik einstellen. Ich habe sie bloß umgestellt, aber dann wird sie wieder rausgelöscht. Fällt mir jetzt gerade ein. Sag mal, wir haben nur noch Jugendspieler hier. Also jede Woche, oder? Jeder Nachbericht, ein neues Talent. Aber das ist nichts. Ich seh das schon. 14 Jahre Mittelfeld. Doch, 14 Jahre erst? Oh, das kann schon. Oh! Christian Helms. Leute. Naja. wie er es ankündigt, dann ist es nichts. Jakobsen ist verletzt. Muskelfaserriss, in Ordnung. Gucken wir noch ein Stückchen weiter. Siegprämie. Oh, hier die letzten 24 Stunden. Da wollen wir mal loslegen. Mal gucken, was sich da so ergibt. Last-Minute-Transfers. Ja, aber da bin ich ja kein großer Fan von. Ihr wisst ja, die funktionieren immer nicht so richtig. Wenn man zum Beispiel kauft, glaube ich, ne, man muss da irgendwie noch die Verträge verhandeln oder so. Ich weiß nicht. Also irgendwas funktioniert da nicht so prickelnd. Oder sie müssen dann das Vertragsangebot annehmen, glaube ich, ne, was da ist. Aber da kommt sowieso nichts. Hier ist ja gar nichts los. Hier ist ja gar nichts los. Das ist erbärmlich. Auch im Ticker, guckt mal. Ob die alle tot werden. Erinnert mich so, oder es ist so ein bisschen vergleichsweise mit der aktuellen Saison, ne? Jetzt in diesem Winter, 2014, 15, das sind auch verhältnismäßig, es sind zwar viele Transfers, aber so die nominellen großen Transfers fehlen noch irgendwie. Jetzt ein Podolski vom Wert her, würde ich sagen, ist in ganz in Ordnung, ein Torres, es geht auch, aber jetzt, dass ich sagen würde, boah, da ist, bewegt sich nochmal richtig was, krasses, finde ich jetzt nicht, ne? Auch in der Liga jetzt, mit Dortmund hat ja ein bisschen geguckt, aber... Wie gesagt, also die richtig nominellen großen Geschichten, die blieben bisher aus, ne? Aber gut, ist auch so, ne? Oh, da gibt's nochmal einen Transfer. Sven Boller von Hamburg zu Blackburn Rovers für 6,8. Da kommt auch noch was. Jawohl, Djordjevic zu Maschatgala. Aha. Und Bastians und Chaka. Oh, jetzt geht's nochmal richtig los hier in den letzten Minuten. Zu Basel für 8 Millionen und Diekmeier für 9 Millionen, der Diekmeier. Zu Neapel, Mensch, da ging nochmal, Hamburg hat schon Probleme, sieht man, ne? Man sieht's. Toni Kroos ist der teuerste Spieler in der Liga. Ja, wundert mich, dass er noch da ist. So, 50 Millionen Marktwert, Mario Götze 44, Inigo ist die Bayern souverän wieder hier dabei. Dann kommt aber schon Schalke mit 2 und Leverkusen auch hier mit Kapay. Und Emre Can haben wir noch am Start. Tassi Alaba ist da noch. Ter Stegen, Çalhanoğlu, Röcker. Lewandowski, Ginter, Müller, Neuer, Damião, Halimi. Guck mal, wo der schon mittlerweile ist. Top 20. Eröffnungsposition in den Top 20. Tja. Als ob wir das geahnt hätten. Gut. Auf geht's. Stückchen weiter noch. Deswegen sage ich ja, man darf 3 Sterne nie unterschätzen. Ist aber echt so. Gucken wir mal. Was gibt's denn noch da? Aber so einen muss man wieder finden, ne? So ein Becher Halimi, ne? Aber es ist halt nicht einfach. Mal gucken. Wir werden ja mal schauen, wie das jetzt hier mit dem Smolly läuft, ne? Müssen wir ein bisschen entspannt rangehen. Auch nicht gleich wieder überstrapazieren. Mal ganz entspannt in die Geschichte. Das ist immer dabei.
Ist das Hammer, oder? Ich find's so geil. Ich freue mich schon so auf Fasching. Wir haben irgendwie mit der Zeit irgendwie total die Faschingsstimmung hier. Erst Aue, jetzt Kölle. Also das geht richtig, richtig steil. Okay, Jakobsson hat sich verletzt. Das haben wir ja eigentlich auch gelesen. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo haben wir denn die Alternativen, die nächsten Torwartmänner der nächsten Jahre. Schönmakers. Wie lange hat denn der sich verletzt, der Jakobsen? Muss ich mal gucken. Leute, muss ich mal gucken, wie lange der sich verletzt hat. 5 Tage. Jo, da kann man eine Woche mal den Schönmakers hochholen. Die Genti läuft unten weiter. Ja, der kommt, der zieht hoch. Der wird auch besser noch. Guck mal, 59, bald eine 60. Die Genti, ich sehe den schon in den nächsten Jahren bei uns in den ersten Spielen. In die erste Mannschaft verschieben, eine Woche. Dann können wir da den Rest auffüllen. Ja, die haben jetzt keinen Torwart, aber ich nehme immer einen mit. Man muss es nicht, ich finde es aber gut, weil es sich so gehört. Das fördert ja auch ein wenig den Realismus. Gut, ansonsten, wie gesagt, wir wollten noch kurz die Taktik öffnen. Und zwar ein bisschen natürlich wieder Vollgas und die Siegprämie vom Hauptsponsor, die nehmen wir mal mit. Die 5 Mille. Wir spielen natürlich so wie gegen den starken Gegner. Wir lassen die Aufstellung in Zukunft immer so laufen. Aber das mit Pedersen gut oder mit Aktogan? Das ist mit Aktogan drin. Wir ändern nur hier die Geschichte immer. Entweder spielen wir auf Abseitsfalle oder auf Konterspiel. Wir ändern nur den Einsatz. Das reicht auch. So, der Rest sollte doch alles passen, ne? Jo, läuft. Noch ein bisschen weiter nach vorne läuft da. Und dann passt das. Wir gucken mal kurz rein. Kasjanov. Haben wir gerade gequatscht. Schal. Könne mal. Sehr schön. Saison sehr verbessert, sage ich mal. Jo, das war aber so abzusehen, ne? Das war abzusehen mit ihm. Dass er dann den Zierheiz überholt. Und dass der Zierheiz aber noch zum Winter verkauft wird. Das habe ich jetzt nicht gesehen, ne? Das war auf jeden Fall heftig. Kasjanov wird ein bisschen schwierig heute. Deswegen gehe ich nochmal in die Taktik rein und mache es auch so. Ich will jetzt ein bisschen über Deli heute aufziehen. Kasjanov. Ich würde mir ja wünschen, er würde nochmal ein bisschen drauflegen. Wir gucken mal. Oder gäbe es da vielleicht sogar alternativ noch ein bisschen was hier, was Besseres. Yilmaz haben wir da bloß, ne? Schade. Dosson. Ja, der braucht noch 1-2 Jahre. Ich will ihn ja hinter Smolly und Kacedis hochziehen. Aber mit 18 ist mir das noch ein bisschen zu früh und die zweite soll erstmal rocken. Wir gucken mal rein, hier, wo stehen wir denn jetzt mit der zweiten? Sieht ja wieder mal gut aus, punktgleich mit den ersten dreien. Gut, schauen wir mal. Noch die Nachrichten checken, Leute. Ist eine lange Nachberichtsfolge, ich weiß. Siegprämie ist klar, Scoutbericht ist klar, wird der Trainingsziel erreicht? Läuft, er wird beim individuellen Training mit Beweglichkeit weitermachen, okay. Transfermarkt ist ab jetzt geschlossen, Scouting abgeschlossen, Scoutbericht. Ja, das sind alles so Sachen, die haben wir schon gesehen. Die 5 Spieler, die kennen wir auch schon hier. Oh, wieder jemand Neues, der Böhler wieder, ne? Der rechts außen. Ja, aber wer das was? Guck mal, er ist 19. Ihr wisst ja, was bei uns kommt die nächsten Jahre. Da kommt richtig Material. Wir gucken mal kurz rein. Böhler ist der Einzige, der mir jetzt hier auffällt. Oder offensives Mittelfeld, da haben wir Dosson. Also ich brauche keine reinholen auf Positionen, wo wir gute Leute haben. Auf offensives haben wir mal Dosson. Und hier haben wir, ich guck mal in die zweite Mannschaft, nur den John mit 18. Und der ist 19. Rechts außen, ja. Ist der Einzige, der rechts spielt, der John. Mit einer 54. Hat nur 2,5 Sterne. Der Doakiki. Versteht sich, ne? Der Doakiki, John. Wäre vielleicht zu überlegen. Er ist ein Tänzer, guck mal. Ne, Diva. Sieht aus wie so eine Tänzerin. Wäre vielleicht überlegen, ob das gar nicht so verkehrt ist, die Geschichte da mit dem gescouteten Spieler, ne? Wo war es denn jetzt? Ich bin jetzt total verplant. Ich gehe jetzt über den Umweg. Okay, Jugendspieler Brandenburger erreicht Trainingsziel, okay. Und Datenbank. Baba auf Transferliste gesetzt. Den haben wir uns ja auch angeguckt gehabt, ne? Den fanden wir auch toll. Aber 2,5 Millionen, okay, das ist die Geschichte, hat sich erledigt. Und zwar, ja, der Böhler von Laudern. Er ist auf unserer Beobachtungsliste. Blickfeld. Wir gehen nochmal in die Scouts. Moment. Spieler behalten. Ja.
Spielen den raus, kicken. Keine Aufgabe zugewiesen. Okay, ja, der Hofmann soll den mal scouten. Spielerinfo. Spieler, ich will den mal komplett gescoutet haben. Der ist zwar schon bei 10, aber trotzdem nochmal. Trotzdem nochmal ein bisschen länger beobachten. Langzeitbeobachtung nennt sich sowas. Ist egal. Hat er jetzt gescoutet? Ja, macht er. Alles klar. Er sagt zwar, er ist auf 10, aber ist mir egal. Gehalt ist gut, also rechtes Mittelfeld. Geht steile schon mal gut für rechts. Dann Größenordnung, wie groß? 1,81 ist super eigentlich. In der deutschen U21 ist super. Panik, okay, das kriegt man wieder hin. Er hat Führungsqualität, Erfahrung hat er, die er mit einfließen lassen kann demnächst. Null Spiele, null Tore. Karriere gesamt anschauen. Wo sehe ich denn das hier? Gesamtkarriere. Alle Tore, alle Spiele. Letztes, guck mal, letztes Jahr. 17 Spiele, 5 Tore, eine Vorlage. Details, Saison, hier. Spiele in Folge 1, Minuten ohne Tor, Minuten gespielt, das ist nicht viel. 8 Spiele bloß, da kann er nicht so viel reißen, ist klar. Aber noch kein Tor, noch keine Vorlage. Durchschnittsform, Durchschnittsnote 3,6 ist, naja, geht besser, klar. Ich sehe aber hier gerade bei Tempo, sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Bei dem taktischen Verständnis sowieso, 80 ist das schon richtig gut. 100 ist besser, 99 ist besser, aber haben wir auch nicht so viele, glaube ich, ne? Die so hoch sind. Ballkontrolle super, Dribbling super. Vertrag, Grundgehalt 85.000 Euro. Versicherung keine und Gehaltskürzung bei Abstieg, yo, Auflaufprämie. Gut. Gut, ist gut bezahlbar für uns, würde nochmal ins System reinpassen und würde die zweite Mannschaft super verstärken. Wir lassen nochmal durchscouten. Das halte ich mir auf jeden Fall mal im, ja, auf dem Notizzettel halte ich mir das mal, ne? Gut, Leute, also, ich gucke mal kurz meine ganzen Statistiken noch durch. Notenbeste Spiele, Contento und dann kommt schon Riedmüller. Aber er ist auch Keeper. Der Contento, Alter. Ist der so gut geworden? Der Hammer, ey. Aber hätte ich nie zugetraut. So, Ulreich, ja, Boateng, Groß, Bönisch. Dann kommt erst Mihailov, also unser Riedmüller, ne? Er ist mal richtig stabil. Spieker, Leandro, Danny da Costa, auch Außenverteidiger, ne? Ja, Rechtsverteidiger. Heiß, Sagelmeier, Oberli. Gut, Trainingsfortschritt, Schönmakers, oh, geht's steil. Kolb, Aktogan, Ballas und dann Pedersen mit einer 74 bei Volleys. Auslaufende Verträge im Monat, na, wir haben noch genügend Zeit. Schönmakers läuft aus, weiß ich aber. Verlängern wir auch nicht. Schade drum, aber so läuft es halt manchmal, ne? Es gibt halt immer auch Opfer im ganzen System. Es ist halt so, es ist traurig, aber was willst du machen, ne? Einer muss halt The Boomer spielen, bei uns ist es halt der Schönmakers, ne? Ja. Gut, Leute, ne, wir sind ready to go, würde ich sagen. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas wollte ich machen noch. Katsidis ist drin, Aktogan ist dran, Pedersen, Deli, wir haben Aufstellung gemacht, richtig, das passt. Habe ich bei Smolly eigentlich die Trainingsziele eingestellt? Da gucke ich nochmal kurz nach. Jo, natürlich war ich fleißig. Passt. Das meine ich hier. Guck mal, taktisches Verständnis 68 bloß. Was ist denn, wer ist denn unser Aushängeschild? Wird, würde ich fast sagen, ne? Ah, eine 89, ja, der ist schon richtig gut. Aber da ist 80 gar nicht so schlecht, ne, wenn er von Laudern kommen würde. Joa, können wir uns angucken. Sollten wir machen, sollten wir tun, machen wir auch. Und dann schauen wir mal, wie das die nächsten Tage hier weitergeht. Also, Spiel geht ab gegen Köln. Liebe Leute, wir sehen uns. Heimspiel, Textmodus läuft. Ciao.